Einen wunderschönen guten Tag und guten Morgen von meiner Seite. Ich wollte euch an Tag 3 meines 28 Days Programmes jetzt mal zeigen, was ich hier eigentlich alles so tue. Und ich muss sehr viele Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Das kann ich euch hier mal demonstrieren. Ja, da sind ganz viele Döschen und große Dosen. Große Dosen sind dafür da, weil ich ja diesen Shake, diesen Proteinshake nehme und trinke. So, hier seht ihr schon quasi die Vorbereitung dazu. Und mein Problem ist so ein bisschen, ich mag die tatsächlich, ich mochte noch nie gerne solche Shakes. Ich habe auch schon früher keine Milchshakes getrunken. Das ist ja nun kein Milchshake, aber es ist irgendwie nicht so meine Leidenschaft. Deswegen habe ich für mich jetzt einen kleinen Trick entwickelt, weil es ja nun mal ganz wichtig ist, eben Protein zu sich zu nehmen, damit auch die Muskeln nicht abbauen. Und insofern mache ich das jetzt mit, wie ihr hier sehen könnt, Tiefkühlfrüchten. Und das bringt mich halt insofern weiter, weil das nachher zu so einer Masse wird, die ich im Grunde fast so löffeln kann wie Eis. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt im Sinne des Erfinders ist. Markus, kannst ja mal was zu sagen. Aber ich kann es anders nur ganz schlecht, deswegen ist das jetzt so mein Trick. Ansonsten ist ganz wichtig, dass Leinöl damit reinkommt. Habe ich natürlich auch hier stehen, in den Shake mit rein. Und da gibt es noch einen Tipp von Rabea, den hat sie mir nämlich gesagt, das war mir gar nicht so bewusst, obwohl es draufsteht, man muss Leinöl tatsächlich in den Kühlschrank stellen nach dem Öffnen, weil es ansonsten oxidiert und das war mir tatsächlich nicht so klar. Also danke Rabea auch für diesen Tipp, weil Leinöl habe ich auch vorher schon viel verwendet, aber es stand bei mir immer einfach im Schrank. So, ich wollte sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich heute Abend eine erste kleine Mahlzeit zu mir nehmen darf, weil das beginnt jetzt Gott sei Dank, da freue ich mich drauf. Und ansonsten, was ich so tue, um mich zu motivieren, um durchzuhalten, schön, dass ich das an Tag 3 sage, das erklären wir euch ja morgen alles nochmal in einem Live-Chat, Rabea und ich, und zwar um 12 Uhr bei Facebook. Ich freue mich sehr, wenn ihr da zahlreich einschaltet. Vielleicht könnt ihr euch in der Mittagspause zuschalten oder vielleicht seid ihr genauso wie ich Freiberufler und sitzt im Homeoffice. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, euch zuzuschalten. Ich freue mich jedenfalls auf euch und berichte gerne weiter über meine Erfahrungen. Ich muss sagen, heute an Tag 3 fühle ich mich schon deutlich besser. Gestern war ein ganz schlimmer Tag, also Kopfschmerzen und ich habe es ja geschrieben und wahnsinnig müde. Aber heute geht schon viel, viel besser. Also, ich freue mich, wenn ihr euch morgen zahlreich zuschaltet und Fragen stellt. Tschüss!